Mach mal eine kleine Weihnachtspredigt, dass man summa summarum jetzt zusammenfassen, eine Erkenntnis, die du irgendwann einmal als die einzig richtige erkennen musst, akzeptieren musst. Und ich sage immer in dem Akzept, heißt ja auftauchen auf der Wasseroberfläche, schwimmen. Und da haben wir jetzt die Tiere, die wir uns ausdenken, die Menschen als Gedankenwellen. Ich kann das immer auch rot lesen. Ich betone immer wieder, die Kunst beginnt, der Heilungsprozess beginnt darin, dass du dir zuerst einmal bewusst machst, wie du ein Wort einseitig auslegst. Und jetzt ist es, dass dies in dem Wort Tier ist ja auch dieses IER des Hieros. H, die Quintessenz, und das rote T haben wir ja zwei Möglichkeiten. Wir können den Spiegel machen, der heilig ist. Hieros, göttlich. Oder wir können das Immerseiende, das rote 400 ist ja das Immerseiende in der Rot-Blau-Lesung. Dann haben wir das Bier. B, in mir ist das Heilige, das Immerseiende. Da muss man die Vatersprache verstehen. Aber worauf ich jetzt hinaus will, nochmal in ganz einfachen Worten, um das zu unterstreichen: Holofeeling unterscheidet sich von allem, was du von außen, angeblich von außen zu hören bekommst, von Lebensberatern, von religiösen Menschen, von scheinheiligen Menschen, von Besserwissern, von Professoren, dass die immer versuchen, im Meer versuchen, irgendeinem Gegenüber, einem ausgedachten Menschen was zu erklären. Ich erkläre das den, der mich jetzt ausdenkt, der sich eine eigene Welt berannt, einen polaren Rand, selber seine eigenen Gedankenwellen ausdenkt. Ich erkläre es einem Geist und nicht einem sterblichen Säugetier. Ja. Und jetzt bringe ich nochmal Sachen, die ich wirklich in den vielen Selbstgesprächen immer wieder wiederholt habe. Und ich bitte dich, geh meine Gedankengänge mit. Ich habe vorher gesagt, du musst dich freimachen von allen Vorurteilen. Im Hintergrund darf nicht sein, das verstehe ich nicht und das ist mir zu kompliziert. Das muss gelöscht sein. Du wirst ein neugieriges Kind und du hörst jetzt einfach zu, was ich sage. Und es darf auch nicht ständig ein Vorurteil, was ist das für ein Spinner, was bildet er sich ein? Diese beiden Seiten machen dich blind. Wenn du das genauer wissen willst, dann nimm einfach das vorhergehende Selbstgespräch. Und ich sage dir jetzt, du stellst dir einfach einmal vor, du sitzt da und du schreibst einen Roman. Du schreibst irgendeine Geschichte. Es ist vollkommen gleichgültig, was das für eine Geschichte ist, ob es eine Komödie ist, ob es eine Tragödie ist, ob es ein Liebesroman ist oder irgendein Krimi, ein Kriegsroman. Dann muss dir doch klar sein, dass während du jetzt diese Geschichte in dir selbst entwirfst, zu Papier bringst, dass jeder der Menschen, die du in den Roman hineinschreibst, jeder dieser Charaktere von dir erschaffen wird, diese Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, werden von dir erschaffen, Menschen natürlich blau, und die werden charakterlich jeder Einzelne genauso sein, wie du in dir ausdenkst. Und das musst du nur begreifen, dass wenn du eine Zeitung liest oder einen Roman oder ein Geschichtsbuch liest, dass nichts anderes in dir passiert. Dass du Worte vor dir hast, gleichgültig, wenn ich jetzt sage, ob du dir die selbst ausdenkst oder nicht, du denkst dir alle Worte selber aus, du träumst jetzt. Schon die Definition, den Roman habe ich mir ausgedacht und dann taucht was anderes in dir auf. Das nennst du Zeitung und das hast du nicht ausgedacht. Du denkst dir alles aus, was du dir ausdenkst, selbst einen Gott. Ich sage immer wieder, selbst ein ausgedachter Gott ist ein Geschöpf von dir. Du schöpfst es aus dir heraus und denkst dir das meinetwegen in den Himmel hoch. Und er wird dann so sein, wie du ihn dir ausdenkst, wie jeder andere Charakter auch, entweder mächtig und lieb oder ohnmächtig oder irgendein Hirngespinst von irgendwelchen religiösen Spinnern. Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und jetzt sage ich, das ganze Spiel passiert einfach, und das ganz kurz, ich will das nur ganz kurz nochmal auf den Punkt bringen, das sind diese Kategorie 3, du hast drei Kategorien von Fragen. Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3. Da gibt es Selbstgespräche und auch Schriften, wo ich reichlich darauf eingehe. Was mir wichtig ist, diese drei sind wieder These, Antithese, Synthese. Das wäre, in unserer Grammatik ist es praktisch hier die Personen, die erste Person, die zweite Person, die dritte Person. Und da habe ich erklärt, wir nennen die erste Person ich, die zweite Person du und die dritte Person ist er. Und wir wissen jetzt, er ist der Erwachte. Die Synthese steht am Anfang, diese Verbundenheit. Ich sage immer, der Urknall, bevor er geknallt hat, um das wissenschaftlich auszudenken. Und dann ist das Erste, was in dir auftaucht, ist das Ich. Das ist der ich-träumender Geist. Und alles, was du dir jetzt ausdenkst, ist du, die zweite Person. Der erste ist eigentlich gar keine Person. Ja.
die zweite Person, ich kann natürlich mich jetzt als ein Brösel denken, dann bin ich, dieser Körper bin ich, ist ein Blödsinn. Du bist der, der sich den Körper ausdenkt, der sich diese Person ausdenkt. Aber die erste Person, mit der ich mich verwechsle, die ich nenne, ist dann genau genommen eigentlich schon was Ausgedachtes, das du weist immer auf ein Gegenüberliegendes hin. Du all. Dualität. Das ist dieses Spiel, dann habe ich zwei. Einen im Formspiegel und einen im Hinternspiegel. Die genau genommen aber nur die zwei Seiten unseres Spiegelsystems sind. Ja. Jetzt kann man diese Kategorie, also wir drehen jetzt das rum und ich sage jetzt das Kategorie 1 Fragen. Irgendwelche Fragen, die du dir stellst. Diese ganzen Antworten, das sind Fragen nach irgendwelche existierende Dinge oder Erscheinungen oder Ereignisse. Gleichgültig, wer hat diesen Krieg gewonnen, wann wurde der und der geboren, was hat der und der gesagt. Es bezieht sich auf vergängliche Erscheinungen. Die kannst du komplett vergessen, die werden dich in deiner geistigen Entwicklung kein bisschen weiterbringen. Da kommt immer wieder der Satz, ich muss ja nachschauen, ich kann ja nachschauen, du äffst irgendetwas nach, du kennst etwas vom Hörensagen. Kategorie 1 Fragen erklären dir nicht, was du selbst bist. Die sagen dann eventuell, du bist Geist und du bist Bewusstsein. Das ist dann zwar auf einer Seite richtig, aber das wiederum wird dir erklärt, das Abfallprodukt von deinem Gehirn. Eigentlich bist du dann das Gehirn, das dann irgendwann einmal einen Geist entwickelt hat. All das Zeug, raumzeitlich wie religiös, ist extrem trügerisch. Diese Kategorie 1 Fragen reduziere ich jetzt auf die Kategorie 2 Frage. Da ist es nur noch, stimmt jetzt das oder stimmt es nicht? Und da sage ich schon immer wieder, das ist noch trügerischer. Ist es richtig oder verkehrt? Ist es schön oder hässlich? Ist es gut oder böse? Vollkommen Entheiligung, weil du von einer Welle nur eine, ist eine Welle ein Berg oder ein Tal? Kann man auch streichen. Und jetzt kommt die Synthese, die Kategorie 3 Frage. Und es ist hochinteressant, es gibt nur einige wenige Kategorie 3 Fragen, die in der Regel fast alle mit einem W beginnen. Und die beantworten sich sofort von selbst, da musst du nirgends nachschauen. Die erste Kategorie 3 Frage ist, warum ist das jetzt? Warum ist das jetzt da? Schlichtweg, weil ich jetzt das denke oder sinnlich wahrgenommen, als sinnlich wahrgenommene Information anschaue oder höre. Sinnlich wahrgenommen. Es ist immer meine Information. Es ist, weil ich es jetzt träume. Warum? Und warum träume ich jetzt das? Weil mein momentaner Intellekt, mein Programm, mein Lebensbuch mir das vorschreibt, dass das auf der Seite das auftaucht und in der Zeile das auftaucht, mit einer einseitigen Auslegung des Wortes. Und wo ist das jetzt? Wo? Ja, in mir. Hier in mir. Und wann passiert es? Jetzt. Kategorie 3 Fragen beantworten sich von selbst. Sondern wenn du das wirklich verstanden hast, mehr musst du nicht wissen. Das ist verbunden, dass ich sage, ich erkläre dir, was du bist. Und ganz grob nur, wie du funktionierst. Das ist aber so, wie wenn ich jetzt einem 7-Jährigen versuche zu erklären, wie ein Computer funktioniert. Das ist immer wieder das Spiel. Diese drei Wachstumsstufen, die jetzt die ersten, die wir dann nochmal in 3x3 aufschlüsseln können, diese ständige Verwandlung vom Säugling bis zum Greis. Du kannst existieren, das nicht am Leben erhalten. Das sind so Sätze, wenn ich sage, ihr seid dumme Rauben, die mit aller Gewalt versuchen, möglichst lange Rauben zu bleiben, weil man ihnen nicht erzählt hat, dass sie eigentlich als Schmetterlinge geboren werden. Mhm. Und dazu brauchst du diese Umwandlung. Übrigens in dem Wort Raub heißt die Berechnung des AUB ist eine Beschwörung. Genau. Beschwörungen realisierst du in deinem Kopf. Wenn dieses ganze Vorurteilswissen, Besserwisserei, intellektuelle Hirnwichserei aus dir draußen ist, und nochmal, hoffe nicht darauf, dass irgendein Mensch, den du dir jetzt das ausdenkst, auch nicht der, an den du denkst, wenn du dich selbst denkst. Es sind momentane Erscheinungen, die zu existieren beginnen mit dem Glauben, dass das, was du jetzt in die Existenz hebst, dass du damit nichts zu tun hast. Ja. Einen Satz, wenn du verstanden hast von den ganzen Sätzen, die ich in Holofeeling erkläre, über Tausende und Abertausende von Zeiten und über Tausende von Stunden an Selbstgesprächen. Ja. Ist diese ganze Vielwisserei, wäre an und für sich nicht nötig, wenn du ein ganz einfaches Deutsch, ganz einfache Worte verstehen würdest. Mhm. Und du kannst dir bewusst machen, was du bist und du wirst erst einmal mit Entsetzen feststellen, dass du selbst etwas bist, das als Ding an sich gar nicht gedacht werden kann, gar nicht existieren kann, gar nicht in Erscheinung treten kann. An dir hat sich dein ganzes jetzt ausgedachtes Leben. Aber was denkst du, wenn du an dein Leben denkst?
Ich soll mir dieses Chat denken für die Kollektion, was ja eigentlich Chit geschrieben wird. Das Chit heißt eigentlich lebendig, die Lebendigkeit in dir selber, Leben, das Leben selbst, das in dir in Erscheinung tritt. Da haben wir schon Ben, kann ich als polare Existenz und als Sohn lesen. Rot-Blau lesen ist unheimlich wichtig. Das ist so ein Schlüssel, dass du wirklich in deinem Klartext, egal in welcher Sprache der Welt, wenn was da steht, kannst du sofort den ursprünglichen Sinn, die Metaphorik, die Metapher verstehen. Wenn ich immer sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, ist dir sofort klar, dass es hier nicht um einen Krug geht, der zum Brunnen watschelt. Und die Lügen mit den kurzen Beinen, ist dir das auch sofort klar. Weil du so programmiert bist, das sofort als eine Metapher, ein Symbol zu verstehen. Und das gilt für alles, auch das, was für dich sinnlich in Erscheinung tritt. Wenn ich das jetzt dir immer auf den Punkt bringe, und das ist das Neue, was du in dir erkennen musst, dass das Wissen immer aus dir selber kommt. Es gibt kein Außernet. Es ist das Internet. Das ist der Punkt, in dem sich alles befindet, das kann man auch Gott nennen. Und das war meine kleine Weihnachtsansprache. Den Rest könnte ich jetzt nur wieder Wiederholungen von Wiederholungen bringen. Habe die Demut oder habe sie nicht? Das ist schlichtweg und einfach Schinnlicht. Ich sage immer Schinnlichtweg. Auch das kannst du auf zwei Seiten sehen. Das äußere Licht musst du komplett ausgeschalten haben. Stille stehen wird die Zeit und der erste Himmel und die erste Erde, die du dir bisher ausgedacht hast, werden vergehen. Und El Hayom wird nicht mehr, er wird nicht mehr ein Gott da sein, den du anbetest, sondern das ist der Ewige im Hintergrund, der als Ding an sich nicht existieren kann, aber in unendlich vielen Facetten existiert. In sich selbst. Das Meer ist all seine Gedankenwellen. Alle. Aber nicht irgendeine bestimmte davon. Im Meer alle. Aber ich kann von den Filmen eine anfokussieren. Und dann sagen, das bin ich jetzt. Diese Rolle spielt zurzeit ich. Und da wirst du feststellen, dass die Physikbücher, alles, alle Religionen sich zusammenziehen auf diesen einen Punkt, der wir sind. Wir sind eigentlich zwei und das ist die Trinität, das ist der absolut nicht denkbare UB, rot. Das ist jetzt der Urknall, bevor er geknallt hat. Und dieser El Hayom, der immer ist, denkt sich einen Sohn, der erkennt, ich bin ja eins, das ist ich UB und jetzt denke ich mir wieder einen Sohn, darum wird er der Christus als der Vater angesehen und Vater, V ist gleich W, ist es Vater. Das ist das rot geschriebene Wasser. Und da gibt es ein rotes Wasser und ein blaues Wasser. Da schaust du dir jetzt einmal sehr genau dieses Update, das heutige Update an. Das ist eine kleine Geschichte vorhergehend. Eine Weihnachtsansprache von einem Hubert Heberle mit seiner Frau. Ist ganz süß gemacht. Und da habe ich nur, glaube 11 Sekunden rausgeschnitten. Und nur diese 11 Sekunden schauen wir uns etwas genauer an, was da drin steckt. Und meinst du, dass der von dir jetzt ausgedachte Hubi sich heraussuchen kann, dieses Pixelmännchen, dass er das erzählt, was er erzählt? Kann eine Figur, die du dir ausdenkst, anders sein, wie sie von dir gedacht wird? Und das gilt übrigens auch komplett für den materiellen, das heißt für deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Sinnlich wahrgenommene Informationen erlebt nur ein Geist, der so tief und unbewusst träumt, dass er nicht weiß, dass er eigentlich ein träumender Geist ist. Träumen gibt es ja viele Übergangsstufen, wo du in einem Halbschlaf bist. All das ganze Zeug kann man so viel lesen. Und das wird alles extrem klar, wenn du dich davon löst, dass du meinst, du hättest mit irgendeinem Gedanken, den du denkst, nichts zu tun. Weißt du, da kann ich tausendmal sagen, mit was sollten denn deine Gedanken oder Gedanken, die von jemandem gedacht werden, denn sonst was zu tun haben? Es ist interessant, ich denke mir jetzt jemanden aus, der an irgendwas denkt, dann ist mir vollkommen klar, dass er nur das in sich zu sehen bekommt, was er sich denkt. Aber der, den ich mir jetzt ausdenke, ist der Gedanke von mir. Das heißt, der selber kriegt es ja gar nicht mit. Du musst den Mut haben, dich vor allen zu stellen, was du dir ausdenkst. Das ist, wenn ich sage, ich bin der Erste. Diese Geschichte zum Abschluss vom Ersten und Zweiten. Der Erste behauptet nur Sachen, die er hier und jetzt sofort auf der Stelle selbst überprüfen kann. Und der Zweite, das sind die, die du fragst, die in dir in Erscheinung treten, das sind von dir ausgedachte Menschen.
Die erklären dir dann, was richtig und verkehrt ist, was Gott ist, ob Jesus gekreuzigt wurde oder nicht gekreuzigt wird, ob man dieses essen darf oder dieses nicht essen darf, weil es Sünde ist. Die äffen alle nur geistlos nach. Und in elementaren Aussagen, zum Beispiel in wissenschaftlichen Aussagen, muss dir klar sein, dass du 99,99999% dieser Axiome, angeblicher Fakten von diesen ganzen Figuren, die du dir jetzt ausdenkst, die geistlos nachäffen, Affen bei eigener Definition, von dir erschaffen natürlich, dass du das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Das heißt, wir haben einen, der erzählt dir, das bin jetzt ich, der erzählt dir das, was jedes Kind sofort auf der Stelle nachvollziehen kann. Jetzt sage ich wieder Schnipp und jetzt schau auf die Tastatur, wenn du vor dem Computer sitzt, zu sitzen glaubst. Wo war jetzt die ganze Zeit die Tastatur? Das ist dieses Spiel. Es existiert nur der kleine Moment, der da ist. Gedanke, Bild, 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 Bild. Und all das, was in dir auftaucht, ist auf der tieferen Ebene wieder. Mein Wasserbeispiel, kannst du dir bewusst machen, ist in deinem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist die Falle. Und die Falle ist, dass wenn dir einer irgendwas erklärt, dass hier zuerst einmal nochmal Mikrokosmos ist eine Welt, die nicht wahrgenommen werden kann. Der Makrokosmos, winzig klein, unvorstellbar klein. Der Makrokosmos ist so unvorstellbar groß, tausende von Lichtjahren. Milliarden und Billiarden von Sternen. Zeig's mir. Dass man eigentlich auch nur denken kann. Und der Mesokosmos, dieser mittlere Bereich, mit L, das ist das, was du auch sinnlich wahrnehmen kannst und überprüfen kannst. Ja. Und jetzt kommt dieser kleine Trick, alles, was man dir über Mikro- und Makrokosmos erzählt, ist komplett austauschbar. Ja. Das ist das Erste, was man dir erzählt, dass der Wasserstoff und so weiter, ich bin nicht nochmal an, das äffst du nach, hätte man dir in der Schule was anderes erzählt, würdest du dir was anderes ausdenken. Ja. Dasselbe gilt, wie ein menschlicher Körper funktioniert, was gesund ist, was krank ist, all das ganze Zeug ist eine Falle. Die Welt ist das, was der Fall ist. Der erste Satz im Tractatus Logicus. Dieser Wittgenstein, den wir uns jetzt ausdenken, der hat diesen ersten Satz hingeschrieben, weil wir uns das jetzt denken. Mhm. Wir schaffen auch den Wittgenstein, wir zwei. Mhm. Das heißt, umso mehr du dein intellektuelles Wissen aufbläst, schadet das überhaupt nicht, wenn dir bewusst ist, dass du eigentlich bloß du vor allem stehst, was du dir ausdenkst. Und das kommt immer aus dir. Die Welt ist das, was der Fall ist. Und jetzt mit der Vatersprache wird die Welt zu einem Ballonrand, zu einem Brandopfer. Ich muss von Augenblick zu Augenblick jeden Gedanken opfern, um einen neuen Gedanken zu kriegen. Das ist das Spiel, dieses Austauschen. Und es macht keinen Sinn, ewig dasselbe zu wiederholen. Dann hast du keine geistige Weiterentwicklung. Wobei der Geist sich selber als Ding an sich ja überhaupt nicht verändert. Ich sage, geistiges Wachstum hat nichts mit einer quantitativen Anhäufung von Wissen zu tun, sondern mit der Fähigkeit zu vereinigen. Das heißt, wir machen aus einer Vielheit eine Einheit, das nenne ich Chat-Denken. Du kannst jetzt zum Beispiel ganz einfach sagen, du denkst jetzt an den Supermarkt, Sub-R, an den Supermarkt, wo du einkaufen gehst in der Regel. Und dann muss dir klar sein, in dem Moment hast du nur ein Chat. Das ist wie mein Küchenbeispiel. Und jetzt kann ich ganz klar sagen, wo holst du die Milch? Wo holst du dieses oder jenes? Und im Kopf tauchen plötzlich Bilder auf, die Regale. Du weißt genau, wo du hingehst, was da ist, was da ist, was da ist. Das ist alles in dieser Kollektion gleichzeitig. Und dieser Supermarkt ist bloß einer von unendlich vielen Supermärkten. Das ist diese Kollektion. Und die Kollektionen aller Kollektionen ist Gott. Mein Beispiel mit Wetter. An was denkst du bei Wetter? Ja, klar. Das ist im Prinzip dasselbe wie das Wort Gott. Bloß, dass Gott die Kollektion aller Kollektionen ist. Das war Masi, das sind wir. Und mehr muss man nicht wissen, mehr wollte ich gar nicht sagen. Und wenn das einer nicht akzeptiert, jetzt kommt wieder der Punkt, wenn du als Brösel und der Brösel versuchst, es zu erklären, das blockt einer ab, egal wer es ist. Lass es. Du versuchst nämlich schon wieder einen Gedanken von dir, eine Information, was zu erklären. Und da wird massiv dein Ego sich aufbäumen, dass das angeblich unmenschlich ist. Die rote Liebe ist allumfassend. Das Problem ist die Blauliebenden, die Blauwissenden. Die lügen sich das Blaue vom Himmel herunter. Im wahrsten Sinne des Wortes, das Weltliche. Du musst dein Eiskalter werden. Ich bin nur für dich. Nicht für eine Diane, nicht für ein Redo, nicht für irgendeinen ausgedachten Menschen, sondern für den einen, der sich jetzt gewisse Menschheit ausdenkt, von denen er von Milliarden von Menschen, die du dir ausdenkst, einige wenige als
bekannt, meine Freunde, wo du meinst, du hättest damit nichts zu tun. Du hast mit einem Budin zu tun, wenn du an einen Budin denkst. Du hast mit einem Hitler zu tun, wenn du an einen Hitler denkst. Und der Hitler kann nicht anders sein, wie du in dir denkst. Und wenn du ein Neonazi-Programm hast, dann war das ein Guter und so weiter und so weiter. Vergiss, es gibt keine Reichen, die wo was bestimmen mit Corona. Es ist eine Sackgasse. Es wird für dich immer genauso sein, wie du dir das ausdenkst. Und es zwingt dir dein fehlerhafter Intellekt auf. Darum nenne ich das eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Da haben wir den Führer schon. Und da wirst du feststellen, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Was ist eine Küche? Erklär es mir. Und jetzt kannst du denken und denken und denken, wenn du in die Sprache gehst. Mach dich nicht verrückt mit Vielwisserei. Das Leben wird so unendlich einfach. Es geht nicht um Intellekt, es geht um Geist, es geht um Bewusstsein und es geht um allumfassende Liebe, dass du anfängst, jeden Gedanken, das Meer liebt, all seine Wellen, jeden Spritzer, jede Kleinigkeit, auch was sich verdunsten, sich aus dem Dampf machen, das ist ja alles im Adam mit drin. Das kommt alles wieder zurück. In dem Moment, wo du es nicht mehr denkst. Und schon eine Frage, will ich im Himmel oder will ich in die Hölle, will ich, das sind alles Kategorie 1 Fragen. Genau. Vergiss die Kategorie 1 Fragen, die führen dich in die Irre. Die Kategorie 2 Fragen, richtig, verkehrt, gut oder böse, entheiligen dich. Schau einfach, was jetzt da ist. Was ist jetzt da? Ich werde es dir sagen, jetzt ist nichts mehr da. Bitch.